Die Thuner haben eBay in der letzten Saison gar die erste Meisterschaftsniederlage zugefügt. Gerne erinnert man sich im Berner Oberland an das 4:0 zurück. Derby-Stimmung in der Stockhorn Arena, das Stadion mit 9000 Zuschauern, nicht ganz ausverkauft. Viel frisches Personal bei den Young Boys auf dem Platz, die Viererabwehrkette komplett neu. Im Sturm darf Nsame für Waro beginnen und der Leader benötigt keine Findungsphase. Nsame schießt die Gäste bereits in der 10. Minute in Führung. Nsame mit seinem 4. Saisontreffer, aber der Außenrisspass von Soleimani allein verdient eine Oscar-Nominierung. Das ist alles überragend. Thun-Trainer Marc Schneider muss auf Dejan Sorgic verzichten. Der treffsicherste Stürmer des FCT plagen Adduktorenprobleme. Da stellt sich die Frage, wer also soll beim Heimteam die Tore schießen? Marvin Spielmann beispielsweise. Aber hallo, willkommen zum Abend der fantastischen Tore. Mustergültig der Pass von Hediger. Gekonnt die Volley-Abnahme von Spielmann. Spielmann von Schick, zu wenig eng markiert. IB vor dem nächsten Champions-League-Auftritt vom nächsten Dienstag in Turin. Unter anderem ohne Von Bergen, ohne Benito, ohne Fasnacht, aber mit Von Balmos im Tor. Prima wie Von Balmos den Kopfball von Stilhardt krallt. Wir sehen ein Kräftemessen ohne Langeweile. Soleimani im Duell gegen Sutter, Elfmeter. Stefan Klossner zeigt sofort auf den Punkt. Nicola Sutter lässt im Zweikampf gegen Soleimani das Bein stehen. Eine klare Sache. Soleimani gegen Fevre. Auch das ist eine klare Sache. Miralem Soleimani erledigt den Job vom Elfmeterpunkt, abgezockt. Die Young Boys gehen nach 30 Minuten erneut in Führung. Die Antwort der Thuner, Ekbal Tosetti. Und dann taucht da wieder Marvin Spielmann auf. Höchstnoten gibt's hier für Spielmann und Von Balmos. Die Partie absolut ausgeglichen. Wir präsentieren die nächste Szene fürs Highlight-Programm. Nsame trifft nur knapp nicht. Soleimani verpasst auch eine temporeiche erste Halbzeit. Endet 1:2. Fatkic und Seoane oder Lächeln ist die eleganteste Art, seinen Gegnern die Zähne zu zeigen. Fatkic kommt bei Thun für Sutter. Der Einstieg nach dem Seitenwechsel mit diesem IB-Eckball und dem 1:3. Michel Ebischer düpiert alle Thuner mit dieser einstudierten Variante. Vor einem Jahr beim 4:0-Sieg von Thun gegen die Berner, da war es genau umgekehrt. Die Thuner im Tiefschlaf, Torwart Fevre inklusive. Eine Stunde vorbei, gehen die Thuner mit wehenden Fahnen unter. Noch gibt sich der Außenseiter nicht geschlagen. Eckball für den FC Thun. Kaplan verpasst es, noch einmal Spannung in dieses Spiel zu bringen. Gerardo Seoane hat definitiv keine Lust auf Hitchcock, also neue Power aufs Feld. Assali und Waro kommen von der Bank. Die Young Boys kontrollieren das Geschehen und werden hier zu einem Konter eingeladen. Waro schickt Assali. Roger Assali mit der Leichtigkeit des Seins vorbei an Stilhardt und dann den Ball mit voller Überzeugung zum 1:4 ins Netz. Dieses Tor schauen wir uns gerne noch einmal an. Beinahe schon unanständig, wie sich hier Assale mit Stilhardt vergnügt. Die Stadtberner gewinnen verdient. Insgesamt fällt der Sieg im Spitzenspiel etwas zu hoch aus. 9 Spiele, 9 Siege. Die Berner Young Boys zementieren ihren Startrekord. IB ist im Moment zu gut für die Super League. Zum Glück wartet am nächsten Dienstag die Königsklasse.